Er ist jetzt bei uns, der Politikwissenschaftler der RAND Corporation. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind, Herr Cherub. Thanks for having me. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Wir haben eben gerade in dem Beitrag nochmal die Präsidenten der Ukraine und Russlands gehört. Die Zeichen stehen nach diesen Aussagen wirklich absolut nicht für Verhandlungen. Was bringt Sie trotzdem dazu, dass Sie glauben, eine solche Forderung wäre umsetzbar? Well, I'm not predicting. Ich kann natürlich nicht vorhersagen, dass es kurzfristig Gespräche geben wird. Im Moment ist es so, dass die Politik in der Ukraine und in den westlichen Ländern, die Politik geht nicht in die Richtung, das gleiche gilt für Russland. Aber ich denke, dass es fair ist, in einem Zusammenhang, wo keine Seite in der Position ist, einen absoluten militärischen Gewinn davon zu tragen. Da ist die Alternative zu so einem solchen Sieg ein verhandeltes Konfliktende. Irgendwann wird das passieren. Die Frage ist, wann und unter welchen Bedingungen. In einem Artikel des deutschen Nachrichtenmagazins Der Spiegel vom Dezember ist von einem Hintergrundtreffen beim deutschen Botschafter in Washington die Rede, an dem unter anderem auch Sie und der Chef des Bundeskanzleramts Wolfgang Schmidt teilgenommen haben sollen. Wobei, wir wissen, öffentlich darf man von solchen Hintergrundtreffen also gar nichts berichten. Sie dürfen da gar nicht drüber sprechen, wenn es denn so gewesen sein soll. Nichtsdestotrotz, eine Frage an Sie. Können Sie uns denn sagen, ob über solch konkrete Szenarien für ein Ende des russischen Angriffskriegs in Politikkreisen in den USA, wo es öffentlich immer heißt, darüber entscheidet nur die Ukraine, wird darüber irgendwie diskutiert in diesen Politikkreisen oder nachgedacht? Also ich kann natürlich nicht das ansprechen, was in einem privaten Gespräch diskutiert wurde. Das ist natürlich jetzt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Ich würde sagen, es stimmt überein mit der Position der amerikanischen Regierung seit dem Anfang des Krieges. Irgendwann wird der Krieg nämlich in einer Verhandlungslösung enden. Die Frage ist, wann und unter welchen Bedingungen. Und verschiedene Leute haben dazu natürlich verschiedene Ansichten, was normal ist, aber man kann sicherlich sagen, aus moralischer Perspektive und praktischer Perspektive ist es so, dass die Ukrainer natürlich diesen Prozess auch selbst voll unterstützen müssten. Also praktisch gesehen, der Gedanke von Verhandlungen oder Abkommen ohne der Unterstützung wäre eigentlich nicht durchführbar, denn die Ukrainer müssen ja Teil der Lösung sein. Auf der anderen Seite sind diejenigen, die kämpfen und sterben, und sie müssen natürlich das dabei das Sagen haben, und das wird dann bestimmend sein. Das heißt natürlich nicht, dass Parteien von außen, also zum Beispiel die Partner der Ukraine, dass die nicht Ratschläge geben können oder ihre eigene Perspektive haben könnten, wie sich dieser Konflikt weiterentwickeln mag und was auch ihre eigenen Interessen angeht in die weitere Entwicklung dieses Krieges. Ein User bei uns im Stream, Lukas, der fragt sich, wie soll man mit diesem Kriegstreiber Putin verhandeln? Er will doch nur die Ukraine erobern, weil sie keinen prorussischen Präsidenten mehr hat und mehr nicht. Also die Frage an Sie, wie soll man mit jemand wie Putin verhandeln, der 2014 völkerrechtswidrig die Krim annektiert hat und der dann auch die Hände ausgestreckt hat nach dem gesamten Gebiet der Ukraine? Wie soll das gehen? Well, I think your viewer makes an important point that ich denke, Ihr Zuschauer hat da was Wichtiges gesagt. Das ursprüngliche Ziel von Putin bei der Invasion im Februar 2022 war ein Regimewechsel, und er hat es nicht geschafft. Und seither haben sich seine Ziele verändert. Sie sind jetzt ziemlich unklar eigentlich. Und er will da jetzt, wenn er darüber spricht, über seine Ziele auch nicht so spezifisch werden. Aber letztlich hat er gezeigt, dass er willens ist und bereit ist, Abkommen zu verletzen, wann immer es ihm gefällt. Aber wir wissen ja nicht, wer in Russland die Führung hat. Russland ist ja der Aggressor, der Kriegstreiber in diesem Krieg.
Und daher ist es so, dass jede Verhandlung über ein Ende des Krieges auch Russland involvieren muss. Wenn wir uns unsere Gegner selber aussuchen könnten, wäre das natürlich toll, aber so ist es eben nicht. Der Westen macht ganz klar, über Verhandlungen entscheidet die Ukraine. Was müsste denn Ihrer Meinung nach getan werden, dass die Ukraine denn überhaupt für sowas bereit wäre? Wie soll das gehen? Well, so I think Western governments should be in a position. Ich denke, die westlichen Regierungen sollten in der Position sein, diese Frage mit der Ukraine zu diskutieren. Es wäre schlecht für alle, wenn sie irgendwann an den Verhandlungstisch gehen und nicht vorbereitet sind. Vorbereitung ist wichtig, selbst wenn die Zeit jetzt noch nicht bereit ist, um formelle Verhandlungen zu starten. Und jetzt, ganz klar, ist nicht die richtige Zeit. Aber es ist die richtige Zeit, um sich vorzubereiten für diesen Moment. Und ich denke, wir müssen mit diesen Gesprächen jetzt anfangen, selbst wenn der Prozess vielleicht erst in 6 oder 12 Monaten oder egal, wie lange es noch dauert, beginnen kann. Und das wäre der erste Schritt, um anzufangen. Wenn es sich zeigt, dass man kein Abkommen mit dieser russischen Regierung bekommen kann, dann haben wir immer noch die Option, weiterzukämpfen. Das setzt voraus, dass man aufhört zu kämpfen, um anzufangen zu sprechen. Aber die meisten Konflikte wurden gelöst, während beide Parteien gleichzeitig kämpfen und sprachen, statt dass man erst aufhörte zu kämpfen und dann anfing zu sprechen. Und ich glaube, so wird es hier auch sein. Die Russen und die Ukrainer sprechen, ja, sie sprechen einfach nicht über das Ausstiegsszenario. Jetzt sprechen sie in Verhandlungen über den Austausch von Kriegsgefangenen. Und das sehen wir ja schon während der ganzen Dauer des Konfliktes. Das hat es immer wieder gegeben. Und nochmal aber ganz konkret die Frage, sehen Sie keine Gefahr, dass Putin nicht auch wieder angreifen könnte, wenn man mit ihm verhandelt und es dann dazu kommen sollte, dass eben Gebiete der Ukraine nicht zurückgewonnen werden können, dass Putin dann also wieder die gesamte Ukraine angreift oder vielleicht sogar noch mehr, noch weitere Länder angreift? Was soll das Zeichen an ihn sein, dass er das nicht tut? Was soll das Versprechen sein, dass er das nicht täte? Well, I think no matter where the line of conflict is. Also ich denke, egal wo die Konfliktlinie ist, selbst wenn die Ukraine all sein international anerkanntes Territorium wieder erlangt, wird es immer noch das Risiko geben, dass Russland wieder angreift. Russland wird eine potenzielle Bedrohung für die Ukraine und die anderen Nachbarn sein, egal wie der Krieg endet. Ich glaube nicht, dass Russland demilitarisiert wird. Das wohl kaum. Und das ist nun mal eine Tatsache, mit der wir zurechtkommen müssen langfristig. Aber was für ein Signal? Ja, Entschuldigung. Ich habe Sie unterbrochen durch unsere zeitliche Verzögerung. Das tut mir sehr leid. Wollen Sie den Satz noch zu Ende führen? Ja, wir brauchen einfach konkrete Zusicherungen, dass das nicht nochmal passiert. Zum Beispiel eine Reihe von Anreizen, die man schaffen könnte, um das Waffenstillstandsabkommen weiter durchzuführen, vielleicht unter Bedingungen eine Befreiung von Sanktionen oder dass es negative Sanktionen gibt, wenn das Waffenstillstandsabkommen verletzt wird. Es gibt keine Situation, wo man Putin völlig die Möglichkeit nehmen kann, nicht das Waffenstillstandsabkommen zu verletzen. Er muss es auch willen. Es muss bestimmte Anreize und Bestrafungen geben, um ihn dazu zu bringen. Aber sagen wir, es gibt also diesen Waffenstillstand, es gibt Verhandlungen, aber es bedeutet für die Ukraine, sie verliert dabei Teil ihres Territoriums. Was für ein Signal sendet das aus, auch an andere Länder, zum Beispiel an China in Bezug auf Taiwan, um jetzt ein Beispiel zu nennen? Was sendet das aus, wenn die UN-Charta für territoriale Integrität, also zum Schutz der Unverletzlichkeit des staatlichen Hoheitsgebiets, wenn die dann nichts zählt? Well,
Well, the China comparison doesn't quite work, right? Because der China-Vergleich funktioniert hier nicht, denn die Vereinigten Staaten, Deutschland und die meisten anderen Länder der Welt sehen Taiwan ja formell als souveränes chinesisches Territorium an. Es gibt ein allgemeines Verständnis, dass Taiwan sich in diesem Zusammenhang selber regiert. Rechtlich gesehen wird die Ukraine und die westlichen Partner, die werden keine russische Okkupation ukrainischen Hoheitsgebietes als legitim ansehen. Wir können Russland beschuldigen, dass sie ukrainisches Hoheitsgebiet besetzt hält. Die Republik Südkorea geht auch davon aus, dass sie Souveränität über ganz Korea hat. Wir haben nie die russische Annexion von der Krim 2014 anerkannt. Das sind große Verletzungen der UN-Charta. Und dafür muss jemand die Verantwortung übernehmen. Aber ich sehe keine Kaskade von ähnlichen Verletzungen, die daraus entstehen, weil die westlichen Partner der Ukraine ja zusammenarbeiten, um signifikante Kosten Russland aufzubürden wegen der Aggression Russlands. Das Wichtige dabei ist, dass es einfach unattraktiv sein muss für Russland, so zu handeln. Und ich kann mir keinen chinesischen Führer oder zukünftigen russischen Führer vorstellen, der nach dem Februar 22 sagt, oh, das war eine tolle Idee, das machen wir nochmal. Es gibt Fragen noch an Sie hier bei uns im Stream von Zuschauerinnen und Zuschauern. Und zwar gibt es hier eine Frage ganz konkret von einem User, der fragt Sie direkt, was würden Sie machen, wenn Sie an der Stelle von Herrn Selenskyj wären, also in seinen Schuhen wären? That's a tough one. Das ist eine schwierige Frage. Ich denke mal, ich könnte mir vorstellen, dass ich versuchen würde, die öffentlichen Erwartungen zu managen. Ich glaube, diese Erwartungen sind erhöht worden über die letzten Monate. Und ich glaube, eine Milderung dieser Erwartungen, eine Reduzierung der Erwartungen, sodass die Erwartungen übereinstimmen mit dem Kriegsfortschritt während der letzten 9 Monate, das würde zu Möglichkeiten führen, wo man in Zukunft sich mehr Flexibilität schafft. Das könnte eine potenzielle Handlungsweise sein, die ich vorschlagen könnte. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine schwierige Position, in der Selenskyj ist, aus verschiedensten Gründen. Und es ist natürlich schwierig, sich in seine Position zu versetzen und für ihn zu sprechen. Und zuletzt noch eine weitere Frage an Sie aus dem Stream. Wie verhandeln, wenn die Gegenseite, also Russland, nicht verhandeln will, beziehungsweise die Vorstellungen einer Kapitulation gleichkommen? Well, Russia is not going to get Ukraine's capitulation. Russland wird die Kapitulation der Ukraine sicherlich nicht bekommen. Wenn sie unrealistische Forderungen stellen, dann haben wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir hören mit den Verhandlungen auf. Und die Ukraine haben auch diese Chance. Verhandlungen zählen ja nicht darauf ab, dass man seine eigene Kapitulation anbietet. Man versucht, das Gleiche zu erreichen, was man auf dem Schlachtfeld versucht zu erreichen, aber in einem anderen Bereich. Das ist einfach eine andere Art und Weise, seine nationalen Interessen zu erreichen. Das gilt für die Ukraine, für den Westen und eben auch für Russland. Ich denke, wir können erwarten, dass da hart verhandelt wird, aber die Kapitulation der Ukraine ist nicht auf dem Tisch und sollte das auch nicht sein. Und wenn Russland nicht ernsthaft verhandeln will, dann verlieren wir nichts dadurch, dass wir Vorschläge mal ausprobieren. Die Einschätzung des Politikberaters Samuel Cherub. Vielen Dank, dass Sie heute mit Ihrer Sicht bei uns in der Sendung waren. Danke Ihnen.
My pleasure. Thanks for having me. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.